So, das scheint sich jetzt hier auch wieder ein bisschen, gucken wir mal nach dem Verkehr, hat sich ein bisschen hier beruhigt alles. Hier ist ein bisschen mehr. Aber da haben wir ja den Großteil schon hier mit den unterirdischen Ein- und Ausfahrten geregelt, glaube ich. So, als nächstes wird dann halt die Autobahn hier verlängert. Lass mich doch mal spaßeshalber gucken, was das kostet, wenn ich hier eine unterirdische Autobahn baue, die jetzt bis, ich weiß, dass der Ort bereits belegt ist. Wir könnten also für 95.000 zumindest mal eine Strecke ganz unterirdisch verlegen. Also wir brauchen, sag ich mal, für das ganze Kram hier 200.000 Kajumbeln. Ja. Also wie gesagt, man hat am Anfang, ja, in den ersten Folgen habe ich immer mit dem Geld zu kämpfen gehabt. Jetzt geht das eigentlich alles relativ schnell wieder hoch. Auch wenn wir nicht auf schnell schalten, hier auf Vorspulen, sondern ganz normales Tempo beibehalten. Ja, dann wollen wir doch mal hier weitermachen. Hier lassen wir auch frei. Das heißt, wir werden dann hier immer das gemacht. Wir haben da zwei Dinger immer hingesetzt. Na, so machen wir das mal. Und so. Auch eine Einbahnstraße da. Aber ich würde mal sagen, man könnte eigentlich sogar hier die umwidmen zu einer Zweibahnstraße. Da muss ich mit der linken Maustaste klicken. So, und hier das gleiche. Dass sie ja nur so Verbindungen sind, so relativ. Ja, die haben also jetzt nichts mit diesen Straßenkarrees zu tun. Dann machen wir also hier auch nochmal eine Doppelstraße hin. Genauso da. Und das gleiche dann an dieser Stelle. Wenn er uns lässt. Er lässt uns nicht. Ja, okay. Dann lässt er uns halt nicht. Dann bauen wir sie erstmal nur hier. So, und nach hier geht es dann wieder. Im ganz normalen Takt, nämlich Einbahnstraße in die Richtung. Und wie haben wir das hier gemacht? Eine in die Richtung, genau. Und dann entsprechend erstmal diese Querstraße bauen, zweispurig wieder, also in beide Richtungen, meine ich. Da gibt es auch so tolle Fragenportale. Ich sag dir alles, oder wie sie heißen. Da müssen wir mal fragen, was das Gegenteil von einer Einbahnstraße ist. So, hier jetzt darum. Hier jetzt wieder hier rum. So, genau, das lassen wir frei. Und dann kommen hier wieder die entsprechenden Straßen hin. Das können wir eigentlich auch freilassen. Dann reißen wir die wieder weg. Da soll ja jetzt
glaube ich, mal nichts reingebaut werden, oder? Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal sehen. So, und dann hier. Und dann hier. Wow, ist das ein toller Sand. Guck mal, was die Häuser da glänzen da hinten. Ist schon der Wahnsinn. So, dann machen wir hier weiter Wohngebiete hin. Jetzt gucken wir mal. Wie ist das hier? Das sind also 4. 8. 4. 8. Das müsste also hier die Mitte ungefähr sein. Passt natürlich nicht. Aber ist eigentlich schon okay. Ich habe mich da hinten nur verzählt. Hier ist das verkehrt. Da müssen wir noch einen weiter. So, dann machen wir hier mal. Oder? Oder irgendwo habe ich mich verzählt. Also mal gucken. 2, 4, 6, 8. Hauptstadt. Gut. Hauptstadt. Wir haben 245. Wir könnten sogar jetzt die Autobahn nach unten verlegen. Aber ich sag dir, wir wollen erstmal einen Hafen bauen. Der Hafen kommt hier hin. Also der Frachthafen und der Passagierhafen dann auf die andere Seite. Was kosten die denn überhaupt? Frachthafen kostet 60 und der andere kostet 80. Also können wir die beide locker bauen. Frachthafen, dann gibt es hier noch eine Frachtumschlagplatz. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau weiß, wie das funktioniert. Ich habe nämlich das schon mal gemacht und schon mal gebaut. Aber in einer meiner Welten, aber da hat das nichts gebracht, ehrlich gesagt. So. Jetzt gucken wir uns das mal an, wie hier die Straßenverbindung ist. Hier ist also eine doppelspurige, eine Zweibahnstraße oder wie auch immer. So, dann machen wir mal das Ganze dann so, dass wir die Straße direkt hier an diese Straßen anschließen. Ja, ja, kriegst gleich Wasser. Moment. Ich will's da auch Strom haben. Kriegst auch Strom. So. Das der Ruhe gibst halt. So, jetzt machen wir hier mal ein Einbahnstraßensystem hier hin. Warum geht das jetzt nicht? Gefälle zu steil. Ach ja. So, dann haben wir mal so einen kleinen Rundkurs gemacht hier. An Einbahnstraße. Kann ich eigentlich die angelieferte Straße da auch umdrehen? Wie ist das? Nee, die kann ich nicht. Die ist so fest. Aber ich denke mal, dass die Straße, die Autos genauso dann anliefern wie in dem normalen Frachtbahnhof, hoffe ich zumindest. So, dann wollen wir hier mal die Einbahnstraße rausführen. Dann machen wir hier nämlich noch so ein Gewerbegebiet hin. Soll ja dann nicht nur Hafen sein, sondern auch noch ein bisschen was anderes. Und dann bauen wir hier den Autobahnanschluss. So. So, hauptsächlich kommen die Leute wahrscheinlich dann hier rum. Von der Autobahn. Aber es werden natürlich auch etliche dann hier herumfahren.
Die Erz, wenn sie denn noch welches haben, abliefern wollen hier und verschiffen. Ja, und ich glaube, ich mache hier mal einen Shortcut. Denn hier geht ja eigentlich die Straßenführung verkehrt herum, stelle ich gerade fest, die Einbahnstraße. Da machen wir hier mal einen Shortcut von der Autobahn. Als Autobahnausfahrt direkt hier hin. Denke mal, das wird eine gute Maßnahme werden. Und ich werde dann auch von hier eine direkte Straße dann so rüberbauen. Fälle zu steil. Ja. Erzählte mir mal was. So. Jetzt aber geht's doch. So, das sollte jetzt eigentlich dann gut angenommen werden als Ein- und Ausfahrt. Und dann sollte es den Stau hier doch ein bisschen beenden helfen. Dann müssen wir hier eine Ausfahrt machen in Richtung wir machen das so, wir drehen, machen einfach so einen U-Turn hin. Und dann kommen die Leute, die jetzt hier zum Hafen wollen, einfach über den U-Turn gefahren. Bin ja gespannt, wann sie das merken, dass es jetzt hier so eine kurze Verbindung darüber so gibt hier. Wie lange braucht ihr, dass ihr das mitkriegt? So. Auf jeden Fall ist das immer so, was ich sage. Also diese Güterbahnhöfe hier, das sind richtige Stauerzeuger. Muss ich natürlich erstmal rumsprechen. Ich sage immer, da müssen erstmal die Karten abgedatet werden. Die ja, wie sieht's aus? Hier kommen auch schon welche an. Das ist gut. Und da kommt das erste Frachtschiff. Ist das richtig? Guck, kommt das hierher? Gucken wir mal, ob das hier auch wirklich ankommt. Ich sollte vorher mal die Kästchen da ausschalten, respektive ich mache hier gleich mal Gewerbegebiet hin. Und hier am Wasser könnten wir ja auch Bürogebiete haben. So, da kommt das Schiff tatsächlich heruntergefahren. Ach, wo kam das denn jetzt her? Das kam wieder irgendwo aus der Jackentasche. So, wunderbar, das läuft also prima. Und der Hafen wird jetzt mit so ein bisschen Gewerbe und... Naja, deswegen ist es zu steil. Ja, ich verstehe das schon. Hier ist also am Hang des Westerwaldes auch gut was los. So, das läuft also schon mal wunderbar. Was ist jetzt hier mit dem Anschluss? Ja, der eine oder andere hat es schon gerafft und fährt darüber. Die Rückfahrt, das klappt schon. Nur die Hinfahrt noch nicht. Da müsste eigentlich der Stau hier ziemlich weit zurückreichen. Ja, tut er auch. Vielleicht sollte ich mal jetzt hier auch dieses Stück Vierspur, also richtig autobahnmäßig ausbauen. Geht gar nicht. Aber das geht. So, bis dahin mal.
dann könnt ihr euch hier aufteilen. Und dann geht das wahrscheinlich mit dem Stau auch schneller weg. Wenn dann die, die rechts wollen, gleich sich rechts einordnen können. Ja, es läuft schon so ein bisschen. So, hier fehlt natürlich noch die Verbreiterung. Das ging jetzt gerade mal nicht. So, zurück. Das können wir auch so machen. Dass wir hier gleich mal breiter werden. Bis dahin, das funktioniert. Ist also kein Problem. Dann könnt ihr euch da auch aufspalten. So, wunderbar. Jetzt stoppe ich mal kurz, dass ich hier das Stück auch mal in als Autobahn hier hinsetzen kann. So, und dann kommt das wieder da drunter. So jeder nicht, dass hier alles zu steil ist. Ich muss hier schon mal anfangen. Geht das jetzt hier, dass ich hier schon rüber kann? Das ginge schon. Okay, machen wir das einfach so. So, dann werden wir das hier wieder runterstufen als... die Straße einmal umdrehen. So. Dann geht das hier schon ab der, also ab der Brücke, dass dann auf der Brücke schon abgezweigt wird. Das ist ja egal. Hier war zu wenig Platz. Okay. Dann mal gucken, wie das jetzt läuft, wenn es läuft. Gut, die waren jetzt ein bisschen durcheinander hier. Aber im Prinzip sollten die, die raus wollen, sich jetzt eigentlich da rechts einordnen, die in die Stadt wollen. Links hier ist das ähnlich. Hier sind die, die da rein wollen. Hier sind die, die raus wollen. Die kommen dann von hier. Okay, Industrie, Industrie. Wie wäre denn das, wenn wir jetzt hier also eine Autobahnzufahrt von da drüben machen? Also richtig so eine bombastische Hochbrücke, indem wir von hier einfach mal das Ganze abnehmen.